Hallihallo. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Horizon Forbidden West. Und wir schauen jetzt mal hier drinnen ein wenig nach. Eigentlich soll ja hier irgendwo noch ein neues Zimmerchen offen sein. Dann sollen wir uns hier drüben mal unseren Fokus angucken, den wir mitgenommen haben. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Okay, der Fokus von den Söhnen des Prometheus ist verschlüsselt. Doch mit etwas Zeit kann ich ihn bestimmt hacken. So, das ist doch Gaia machen. Aloy, wie es scheint, bist du im Besitz von etwas, das dir nicht gehört. Du bist nicht überrascht, mich zu sehen? Nachdem du versucht hast, mich an die Zeniths im Hades-Testlabor zu verraten? Wohl kaum. Als mir klar wurde, eine einzelne Jägerin überfällt Regalas Lager, wusste ich, du warst entkommen. Raffinesse ist nicht deine Stärke. Halte dich von jetzt an lieber von den Rebellenoperationen fern. Du mischst dich gern in Dinge ein, die du nicht verstehst. Ich verstehe, Silence, dass du gefährlichen Leuten Maschinenüberbrückungen verschafft hast und einen Stammeskrieg entfacht hast. Erneut. Und ich werde ihn beenden. Schön. Erneut. Wüte stur und blindlings drauf los, wie immer. Du wirst das Unvermeidbare nur hinauszögern. Aber sei gewarnt. Die Söhne des Prometheus sind sehr beharrlich. Und sie wollen deinen Kopf. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Oh, ich hab Angst. Was mache ich bloß ohne deinen Schutz? Du solltest Angst haben, Aloy. Du hast ja keine Ahnung. Aber ich habe Besseres zu tun, als dich aufzuklären. Viel Glück bei deiner Stümperei im Nebel der Ignoranz. Au! Eines Tages werde ich diesem Kerl sein arrogantes Maul stopfen. Endgültig. Aber zuerst muss ich herausfinden, wieso er tut, was er tut. Baal meinte es gut, als er Rost erwähnte. Es ist nur schwer, mit jemandem über ihn zu reden. Mit allem, was passiert, ist es leichter, die Erinnerungen ruhen zu lassen. Zumindest fürs Erste. Aber bitte nur fürs Erste. Ja, ich geb's zu. Beta ist frustrierend. Ich verstehe nicht, wie sie immer so negativ sein kann. Ich meine, wir sind Klone derselben Frau. Und trotzdem ist sie Elisabeth überhaupt nicht ähnlich. Ihr seid anders aufgewachsen und du hast Elisabeth immer als, naja, dein Vorbild dann quasi sehen können. Als die starke Frau, die sie war. Und wer weiß, was sie ihr über Elisabeth erzählt haben. Ja, und ein sehr wütender. Möchtest du noch was besprechen? Ja. Macht dein Plan für die Landgötter Fortschritte? Ist der Neustartcode bereit? Ist er. Aber vor uns liegt harte Arbeit. Gaia hat mich gewarnt, dass die Landgötter in einem Netzwerk verbunden sind. Der Code muss an alle geschickt werden. Die meisten sind in Reinklang. Doch in den letzten Jahren sind drei fortgezogen. So, Ti und Do. Wir müssen sie finden? Nein, wir wissen, wo sie sind. Sie sind schwer zu erreichen. So lief in einen See und versank. Do verschwand in einer gefährlichen Schlucht. Und Ti brach in einer Herde Maschinen zusammen. Okay, in Ordnung. Du gehst nach Reinklang und kümmerst dich um die Landgötter dort. Ich übernehme So, Ti und Do. Ich brauche ihre Positionen und den Neustartcode. Ich schicke dir die Daten zu. Mein Volk baute Schreine, wo die Landgötter gefallen sind. Wenn du sie siehst, bist du in der Nähe. Und nochmal. Danke für deine Hilfe. Wir lassen dein Volk nicht verhungern, so. Die eine kennen wir. Die eine kennen wir schon. Die haben wir nämlich schon eigentlich befreit. Jetzt brauchen wir bloß noch den Code. Ich sag Bescheid, wenn ich den Neustartcode zu So, Ti und Do gebracht habe. Gut. Während du weg bist, kümmere ich mich um die Landgötter in Reinklang. Sehr gut. So. Die Energiezelle unten einzustecken, hat diese Hologramme eingeschaltet. Hast du Zeit? Solange du willst. Ich muss jenseits der Westküste reisen. Zu den Ruinen, die im Nebel liegen. Ja. Ich suche nach einem Stamm, den Quen. Ich bin ihnen schon einmal begegnet.
Sie sagten, sie kommen von jenseits des großen Ozeans. Ich hatte gehofft, die Tenakt wüssten mehr über sie. Hm. Es gab Gerüchte von Eindringlingen in dem Gebiet, aber wir dachten, es wären nur Banditen. Ekaro hat Patrouillen entsandt, aber ich habe sie nicht zurückkommen sehen. Wir hatten dringendere Sorgen, wie du weißt. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Ach, schon okay. Ich schätze, ich finde es früh genug heraus. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Das ist persönlich, wenn du einen Moment Zeit hast. Auf jeden Fall. Aber sag mir doch erstmal, nachdem wir vorhin schon mal darüber gesprochen haben, was gibt's denn Neues über dein Training? Hast du was Interessantes gefunden? Gaia sagte mir, wo ich Daten über die Kriegsführung in der alten Welt finde. Ich wusste, dass die Zehn gegen Maschinen kämpften, so wie wir. Doch es scheint, sie waren unter den Letzten ihrer Art. Später kämpften Maschinen gegen andere Maschinen im Namen gieriger Heerführer und deren Drang nach Ländern und Reichtümern. Mhm. Wenigstens die Tenakt haben den Mut, bei Konflikten ihr Leben zu riskieren. Das ist natürlich sehr nobel, aber vielleicht brauchen wir vor allem weniger Konflikte. Ja, natürlich. Ekaro würde es auch so wollen. Was tun die Tenakt, um zu entspannen? Du weißt schon, in einer Trainingspause. Wir spielen Streit. Dein äußerer Freund, Erend, ist überraschend gut darin. Er hat mich aber noch nie geschlagen. Es hilft, strategisch zu denken. Schärft den taktischen Verstand. Klingt irgendwie trotzdem nach Training. Mhm. Also, was jetzt mit deiner persönlichen Bitte? Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ich habe mit Gaia gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Du möchtest dir einen neuen Arm machen. Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Auf jeden Fall. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Mhm. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Ich muss jetzt los. Hab einen langen Weg vor mir. Falls du Verstärkung brauchst. Ich weiß, wen ich frag. Ich ruf dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Also, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt als erstes machen soll. Das sind ja saugeile Quests. Also jetzt mal ohne Mist. Ihm den neuen Arm zu geben, ist ja übel cool. Also, wenn das klappen sollte. Dann mit Zoe, ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Oder halt hier rüber, Kragala und hier. Uiuiuiui. Oh, wisst ihr was? Geben wir mal Kotalo seinen Arm zurück, oder? Ich glaube, das würde ich jetzt als nächstes gerne machen. Aber hat sie nicht gesagt, wir haben hier noch irgendeinen neuen Raum geöffnet? Hat das nicht die gute Gaia gesagt? Ne, beim Serverraum, ne? Das hier war doch schon offen. Oder auch nicht. Doch, das war doch hier schon. Eben. Nee.
das war meines Wissens nach auch offen. Das heißt also im Serverraum selbst, oder was? Oh, offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Was war das für ein Raum, Gaia? Das war als Diagnosezentrum für die Maschinenaktivitäten unten in der Werkstatt gedacht. Anscheinend wurde ein Großteil der Ausrüstung beschädigt. Wohl durch Minervas Kontrolle über die Anlage. Sie hat sich sehr bemüht, mich auszusperren. Der Tresor. Der Tresor. Ich muss vorsichtiger sein. Jensen hat fast etwas bemerkt, als wir die Daten des Diagnosezentrums durchgegangen sind. Ich habe nichts gegen den Rest des Teams, aber... Sie haben sicher alle Familien, die Sie im Elysium wiedersehen werden. Und ich... Ich konnte nicht mal August begraben. Ich habe nur noch meine Erinnerungen an ihn. Die werde ich nicht auch noch erlöschen lassen. Der Tresor ist für uns, niemanden sonst. Noch 11 Wochen bis zur Fixierung der Baupläne. Der Rest liegt dann bei Gaia. Hinter der Lüftung im Keller war eine verschlossene Tür. Ist er das? Hier draußen war doch noch... ja. Hier war doch noch eine Energiezelle. So, dann gucken wir doch mal. Und da hinten ist ja auch noch eine verschlossene Tür. Wieder. Mal gucken. Hier könnte eine Energiezelle reinpassen. Ja, mach ich doch schon. Okay, die Konsole hat jetzt Strom. Diesen Daten zufolge hatte Festus versucht, sich in die Werkstatt zu hacken. Warnung, Eindringen, Quelle, extern Ziel, Firewall, RCM1B, Gegenmaßnahme, Phasenverschiebung, fehlgeschlagen, Überbrückung, Download läuft, Neustart, Löschung erfolgreich, Eindringen verweigert. Scheint ihm nicht geglückt zu sein. Das war's? Wieso ist die Tür jetzt zu? Peter wollte diesen Raum als persönlichen Bereich nutzen. Ich habe ihn auf Ihren Wunsch gesperrt. Okay. Klar, kein Problem. Überall Festus, RCC. Aloy und Gaia wollen, dass ich mir überlege, wie man Hephaestus einfangen könnte. Ich sehe die Erfolgschancen bei etwa 0,0. Aber... Es kann trotzdem nicht schaden, darüber nachzudenken, denn erstens, ohne Hephs Fähigkeit, Maschinen zu erschaffen, sind wir den Sinus ausgeliefert. Und zweitens, was soll ich denn sonst machen? Wie immer ist der erste Schritt, das Problem genau darzulegen. Wie die anderen Unterfunktionen hat Heph ein quasi Empfindungsvermögen erlangt, als Gaia das Signal von Sirius empfangen hat. Und als Gaia sich hochgejagt hat, um Hades zu stoppen, floh Heph und suchte nach einem neuen Zuhause. Aber anders als die anderen Unterfunktionen, die anscheinend in beliebigen physischen Prozessen Zuflucht gesucht haben, versteckte sich Heph im globalen Netzwerk, das alle Brutstätten auf der Welt miteinander verbindet. Vielleicht, weil ein einzelner Prozessor nicht groß genug für ihn war? Oder weil er sich die Codeumgebung ausgesucht hat, die ihm am vertrautesten ist? Wie dem auch sei, als Geist im Netzwerk konnte er seine üble neue Mission verfolgen. In Brutstätten, Produktionsanlagen eindringen, Kampfeinheiten bauen und sie gegen Menschen einsetzen. Alles, um Terraforming-Maschinen vor Jägern zu schützen. Das Ganze eskaliert. Als die Jäger lernen, seine tödlichen Maschinen zu neutralisieren, baut Heft noch mehr, größer, besser bewaffnet, tödlicher. Aber ich schweife ab. Für uns ist der Hauptpunkt, dass Heft sich nicht an einem konkreten Ort befindet.
Aloy kann ihn also nicht einfach finden und per Masterüberbrückung im Gaia-Kern eindämmen wie Aether, Demeter und Poseidon. Er kann jederzeit in eine beliebige Brutstätte fliehen. Wir müssen ihm also irgendwie eine Falle stellen, vermutlich in einem Brutstättenkern, und seinen Zugriff auf das Netzwerk kappen. Aber wie? Im Moment habe ich wirklich keine Ahnung. Was alles noch schlimmer macht, die Daten von Gaia scheinen darauf hinzuweisen, dass Hef sich verändert hat. Was da genau passiert, ist mir nicht klar, aber seine Codebasis hat sich erweitert. Das sind schlechte Nachrichten. Einerseits kann es bedeuten, dass sich seine heuristische Dichte erhöht, was es für Gaia schwieriger machen würde, ihn zu absorbieren. Und leider hieße das auch, dass Hef sich selbst neu schreiben kann. Oder zumindest Teile von sich selbst. Was erschreckend ist. Was, wenn er seine Zugriffsprotokolle neu schreibt? Das würde bedeuten... Ich will es mir gar nicht ausdenken. Okay, also das ist jetzt ihr Räumchen. Das finde ich gut. Das machen wir so. Und wir hüpfen jetzt nach draußen. Und ich finde es saugeil, wie sich das hier entwickelt. Und immer mit ein bisschen Fortschritt kommt man wieder und guckt sich das an. Und dann freut man sich wieder, dass hier was passiert ist. Und ah, saugeil. Hey, Leute. Der Weg zur Küste ist weit. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen. Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains, im Herzen des Dschungels. Okay, danke für den Tipp. Okay. Gut, jetzt machen wir aber erstmal was anderes. Aufgrund dessen, wie jetzt die Zeit vorangeschritten ist, würde ich es gerne etwas anders machen. Dann machen wir jetzt nämlich, glaube ich, erstmal so viel, wie es geht für Zoes Aufgabe. Weil sonst wird es eventuell zu lang, wenn wir dann doch wieder gegen die Leute kämpfen müssen und so. Also gegen die Zeniths kämpfen müssen. Hier mitten in den Kampf rein. Kann aber nicht wahr sein. Einfach. Ja, ich habe euch schon gesehen da drüben. Steckst dich doch. Du bist ja auch hinterm Stein, du Klopkopf. Ach, du bist ja auch immer noch da. Nein. Doch.
Headshot. So, kommst du jetzt auch endlich mal vor? Ach, kommst du auch da? Jetzt habe ich. Ja, jetzt hast du einen Pfeil im Kopf. Ganz genau so ist es. Wenn du das sagen wolltest, ich weiß es nicht. Ich wollte einfach nur ein paar Leute hier befreien gerade. Also eigentlich nicht mal Leute, sondern Maschinen. Und dann kommen diese Typen hier an und machen Stress. Glaubt das? Ich wollte niemanden umbringen. Ja, ich wollte jemanden retten. Das habt ihr alle gesehen, oder? Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Ja, mach das. Ich glaube, ich war jetzt mal, wo mir so von ihrer Mutter erzählt hat. Schauen wir uns das mal an. Da, auf dem Vorsprung. Er scheint hier schon länger zu sein. Ich kann den Neustartcode nicht installieren, wenn Ranken im Weg sind. Wo es Ranken gibt, gibt es auch eine Metalltür. Ja, da gibt es sogar mehrere. Da, die Blume. Wenn sie deaktiviert ist, wird der Landgott frei von Ranken sein. Ich muss den Buch finden. So. Jetzt komme ich an den Ranken vorbei. Na also, ich sollte jetzt zur Höhle kommen. Naja, zur Höhle kommst du. Ein Schreckflügelkadaver hat wohl die Blumen verloren und ist abgestürzt. Ich könnte seitlich die Treppe hochklettern. Nö. Vielleicht komme ich so an die Metallblume. Nö. Jetzt muss ich nur die Ranken entfernen. Ah! So. Schon jetzt besser. So. Zeit, den Code zu installieren. Achso, ich muss vorne hin? Oh, okay. Ich dachte so, wie über Brücken. Gleich wird's dir besser gehen. Ein hab ich, noch zwei. Na, wie geht's so? Dir? Bist du da? Ich bin hier, Aloy. Ich hab den Neustartcode bei Doe installiert. Er war verwirrt, aber jetzt geht's ihm besser. Schön zu hören. Doe kehrte Ende des Winters immer zur Heiligen Höhle zurück. Sein Fest kündigte also den Frühling an. Zu dieser Zeit schmiegte ich mich bei der Feuerstelle an meiner Mutter, während sie Lieder von Neuanfängen sang. Genau das ist es, was du deinen Leuten geben wirst. Das hoffe ich. Also gut, ich gehe nach Rheinklang und bringe den Landgöttern noch den Code. Oh, das sind ja schöne Geschichten. Ja, ganz traurig. Ich gleite. So. So, dann können wir nämlich das ja auch gleich erledigen. So, jetzt müssten wir hier hinten nichts mehr haben. Jawohl.
Traumhaft. Ach, da geht's schon wieder los. Nee, lasst mich da schön raus. Das könnt ihr schön alleine machen, so ein Mist. Guckt sie euch an, ey. Nur am Stress machen. Und dann wollen sie mir noch ein schlechtes Gewissen machen. Wenn ich denen jetzt nicht helfe, dann gibt es nachher das Dorf nicht mehr oder so. Ja. Schon klar. So. Genau, das da kennen wir. Und das hier kennen wir auch. Na komm, dann machen wir das doch wirklich schnell. Da helfen wir jetzt mal schnell doch so. Ist doch auch cool. Und ein Landgottschrein. Ja. So sagte er, brach in einer Herde von Maschinen zusammen. Ich glaube, sie brachten Opfer für den Landgott dar. Als ob sie etwas frittiert hätte. Und das könnte auch noch hier sein. Mhm. So ein Feuerreishorn oder sowas vielleicht. Da ist der Landgott. Ach, die Dinger. Vorm Installieren des Neustartcodes muss ich die Maschinen erledigen. Ja. Frost würde viel Schaden verursachen. Na, hättest du nicht gedacht. Na. So. Ich sag, das geht schnell. Das waren wohl alle Maschinen. Im Landgott zu installieren. Easy peasy. Oh, und schön ein paar bearbeitete Blöcke bekommen. Kann man immerhin schön. Ist das sowas wie ein Mistelzweig, nur falsch rum, oder? Naja. Ich frag nicht weiter, okay? Oh oh. Sturmvogel. Der muss Sturmvogel, ja, sehr gut. Thank you.
Jetzt ist auch mal gut. Danke. Ich mache jetzt absichtlich nicht den besseren Schlag. Die Maschine ist bewegungsunfähig. Noch einmal greifen und Volltreffer. Weil ich diese Düsen haben will. Weil in diesen Düsen ist was drin, was ich brauche für die Verbesserung. Hat die mir das einfach weggerissen. Nicht abhauen. Na komm. Gut. Zeit, den Code im Landwort zu installieren. So viel zum Thema mal schnell, ne? Na, Wetter. Machen wir mal schnell. Ja, Thomas. Doofkopf. So, was haben wir denn hier? So. Auch nicht das, was ich brauche. Ich sollte den Code im Landgott installieren. Hab ich alles, was ich brauche? Ach hier. Das nicht, da stand doch auch Quest-Item. Noch ein Versuch. So. Noch ein Landgott geschafft. Hey, so? Aloy, wie läuft's? Ich hab Tee gefunden und den Neustartcode installiert. Dann bin ich ja zu Recht dankbar. Tees Fest war im Winter, als da geerntetes Getreide eingelagert war. Es war die Zeit der Dankbarkeit. Und alle Kinder bekamen Geschenke. Das Beste war mein erster Bogen. Aus Eibenholz. Bespannt von meinem Vater. Jedenfalls hat er dir beigebracht, gut zu schießen. Das hat er. Noch eine Sache. Ich habe zwei deiner Leute gefunden.
Ein Sturmvogel hat sie erwischt. Und ich ihn. Oh. Ich sorge dafür, dass jemand ihre Samentaschen nimmt, damit sie in ihr Land zurückkehren. Wie läuft's denn bei dir? Ich bin dabei. Hab noch ein paar Landgötter vor mir. Okay. Ich ruf dich, wenn ich den letzten geschafft hab. Danke, Aloy. Kein Problem. Stammbaum. Als meine Mutter 60 Jahre alt wurde, interessierte sie sich plötzlich für Ahnenforschung, schickte DNA-Crawler durchs Holonet und erstellte unseren Stammbaum. Sie zeichnete alles auf. Irgendwas. Cousins dritten Grades, Onkel von Onkeln, von denen ich noch nie gehört hatte. Es langweilte mich zu Tode. Aber jetzt, wo uns der Schwarm in die Zange genommen hat, Illinois auf der einen Seite, Nevada auf der anderen, und meine Lebenserwartung eher Tage als Jahre beträgt, verstehe ich endlich, was der Grund dafür war. Wenn der Tod naht, blicken wir auf unsere Wurzeln. Wir sehnen uns nach dem Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Dem Baum des Lebens, nehme ich an. Ich wünschte, ich könnte mich an all die Cousins und Großtanten erinnern, von denen meine Mutter immer erzählt hat. Oder noch besser, dass ich sie anrufen könnte, damit sie mir nochmal von ihnen erzählt. Aber sie ist tot. Und ich werde auch bald sterben. Trotzdem will ich versuchen, mich so gut wie möglich an einige Äste des Baums und meinen Platz darin zu erinnern. Also los. Meine Mutter war Sophia Vargas aus Falls Church, Virginia. Ihre Eltern waren Carlos Vargas und Marie Washington. Sie hatte drei Schwestern. Letty, Alexia und... Letty? Ist die immer mit so einem Dom rumgerannt? Und haben die da immer so schnelle Autos? Hat die sich da immer so reingesetzt? Ich weiß es nicht. Nein! Das mache ich jetzt nicht für den Loot, sondern nur dafür, dass ich mir sage, nein, ich habe es ja gerade eben geschafft, dann muss ich es auch nochmal schaffen. Da. Ja, ich bin aber auch ein bisschen gespannt, was hier passiert, wenn wir mit der Quest durch sind. Ja gut, die Metallblumen, ne, wie gesagt, da kümmere ich mich mal separat drum. Das tue ich euch jetzt nicht an, weder im Stream noch in der Aufnahme. Dieses ganze Backtracking nur für irgendwie 5 Loot und 3 Glitzersteine oder sowas, nee. Mein komischer Kopf, der verlangt das von mir, dass ich das tue, aber ich muss euch da ja nicht leiden lassen. Moin, wenn du etwas nicht für den Loot machst, dann lass den Loot doch liegen. Nee. Das wäre jetzt unfair. Weißt du, wie der Loot sich freut, wenn ich da jetzt extra zu ihm geflogen komme? Wenn er merkt, so, hey, ist gerade vorbeigesprungen und dann war sie auf einmal weg. So schnell, wie sie gekommen war. Und dann kommt sie auf einmal nochmal vorbei und der Loot schon so ganz aufgeregt. So, ja, jetzt darf ich endlich meine Aufgabe erfüllen. Und dann gehst du wieder weg. Weißt du, was das mit so einem Loot macht? Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Das kann so einen Loot auch ganz schön zerstören, ne?
So, warum muss ich die jetzt hier eigentlich nochmal killen? Ich meine, ich hab die doch schon mal. Ich hab die doch schon mal hier drin gekillt. Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Na gut. Das müssen wir jetzt hier natürlich auch einsammeln, ne? Hä, wir haben... Wir waren doch schon auf der anderen Seite und haben die doch schon befreit. Dann gehen wir halt noch mal hierher. Das sollte dir auf die Beine helfen. Das sollte reichen. So. Haben wir den dritten jetzt auch geholt. So, und jetzt? Bleib da einfach unten. Das ist der letzte Landgott. So, hörst du mich? Ich kann dich hören, Aloy. Ich musste schwimmen, aber ich habe so den Neustartcode gegeben. Ah, gut. Wir haben so im Herbst gefeiert. Zu Beginn der Ernte mit Wein aus Holunderblüten. Mit 12 war ich mal beschwipst davon und habe im Salbeigarten einen Jungen geküsst. Wie war das? Er war so überrascht, dass er fast ins Lied fiel. Wäre schön, so wiederzusehen, wie er die Felder in der Nachmittagssonne pflügt. Wenn du kannst, triff mich in Rheinklang und wir senden das Neustartsignal. Ich habe den Code zu den Landgöttern gebracht, bis auf einen. Bleibt nur noch Lach. Ich bin bei ihr, etwas östlich der Hauptsiedlung. Okay, ich komme, sobald ich kann. So, machen wir jetzt. Weil wir können jetzt. Und es heißt, sobald wir können. Ist zwar wieder eine lange Folge geworden, aber ja, jetzt ist halt so. Ach, ich verschätze mich da manchmal echt. Was diese Sachen angeht. Aber jetzt ziehen wir es durch. Guten Tag. Hi. Was macht sie denn mit La? Ey, Leute, du so hast es geschafft. Zurück? Alle Landgötter sind aktualisiert. Senden wir jetzt das Neustartsignal. Sagte, das würde passieren. Mit allen. Do, Ti, So und dem Rest. Sie nannte es Neustartsequenz. Doch ich wusste nicht, dass sie so schön ist. Bald bestellen die Landgötter wieder die Felder, wie früher. So, der Chor will dich sprechen. Ja, natürlich. Soll ich mitkommen? Nicht nötig. Ich sage ihnen, dass unser Landgott wieder erblühen wird. Was sollen sie schon sagen? Reden wir später. Dann sage ich dir, wie es war. Viel Glück.
Alles klar. Ja, wenn das jetzt mal nicht ein schöner Abschluss ist. Ja, dann. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir Kotaros Arm wieder herkriegen. Und dann mal sehen, wie der ganze Spaß hier weitergeht. Macht es gut. Cheerio. Ciao.